Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irene und ich mache mich bequem. So, für ein paar Minuten. Meine Lieben, ich sehe, dass etwas hinter deinem Rücken passiert. Das könnte auch, wie soll ich sagen, dein Partner, dein Ex-Partner, egal wer du bist, Mann oder Frau, ich würde so sagen, hier spielt keine Rolle, wer du bist, welches Geschlecht hast du, hinter deinem Rücken jemand. Nicht nur redet, hier ist etwas mehr. Jemand tut etwas nicht Gutes. Wenn das ist bei der Arbeit, jemand spricht nicht gut über dich mit dem Chef vielleicht oder mit anderen Kollegen. Jemand macht etwas, das könnte auch Nachbar, Nachbarin sein, das könnte auch Familienkarte sehe ich hier nicht. Hier ist mehr sozialer Bereich. Aber könnte sein Ex-Partner, Ex-Partner, Ex-Partnerin. Von dir ist nicht viel verlangt, meine Lieben, sich zurückhalten. Sich zurückhalten und in deine Mitte zu bleiben. Schau mal, keine Gerechtigkeit von deiner Seite. Die Gerechtigkeit kommt von dem Himmel, von dem Gott, vom Universum. Du brauchst nichts tun. Bleib in deiner Mitte. Am besten von diesem Mensch, weil ich sehe, dass du intuitiv weißt schon, wer das ist. Der redet über dich nicht gut, der wünscht dir nicht Gutes, dein Erfolg oder so. Du bist sehr zielstrebig, egal wer du bist, Mann oder Frau, fleißig und so wie aussieht, karrieremäßig oder sozialer Bereich ist schon erhöht bei dir. Das heißt, du hast viel dafür getan, dass du in Öffentlichkeit dich gegenüber deinen Nachbarn, Kolleginnen, Kollegen gut präsentieren kannst. Und ich sehe, du bist auch freundlich, aber schau vorsichtig, weil diese Situation kann aus der Kontrolle geraten. Und jetzt noch die fünfte Emotion. Vergebung ist ein wichtiger Aspekt von Heilung. Vergib dir selbst und den Menschen um dich herum für jegliche Fehler der Vergangenheit, damit jeder den nächsten Schritt tun kann. Vergeben. Aber bitte trotzdem auf Distanz gehen. Oder weiter freundlich sein, aber ich weiß, was du denkst. So, mach mal. Trauen ist ein normaler Teil des Lebens. Bitte deine Engel oder Personen, die du liebst, dir zu helfen, so schnell wie möglich diesen Prozess zu durchlaufen, damit du auf den Weg der Freude zurückfinden kannst. Die Karten, alles das zeigen, was hier steht. Wirklich. Zieh dich zurück, vergebe diesem Mensch, wünsche etwas Gutes und zieh dich zurück. Liebe Gott sieht alles. Die Gottesauge, egal wer Mensch ist, er wird bestraft. Aber das brauchst du nicht wissen. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, durchzustehen, richtig sich zu verhalten. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt euer Leben, euch selbst. Und wir sehen uns später. Und ich freue mich, weil heute wieder vier Könige. Welches Thema weiß ich noch nicht. Ich werde spontan entscheiden. Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben. Bis später. Tschüss, Papa.